bin auf dem Toastbrot-Trip wegen leckeren Sandwich-Ideen und dafür habe ich mir extra eine Toastbrot-Backform mit Deckel gekauft. Aber keine Angst, ihr könnt das Toastbrot auch in einer kleinen Kastenform backen. Dann wird das allerdings nicht ganz so schön viereckig und der Deckel verhindert beim Backen das Aufgehen von dem Teig und presst den so richtig schön in die Form. Und dafür gibt es jetzt ein richtig schönes, einfaches Dinkel-Toastbrot-Rezept. Und dafür brauche ich 400 Gramm Mehl, 15 Gramm Hefe, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 60 Milliliter Öl und 230 Milliliter lauwarmes Wasser. Und als erstes löse ich die Hefe und den Zucker in dem Wasser auf. Jetzt kommen alle Zutaten zusammen in die Rührschüssel und dann geht der Teig für ca. 8 Minuten in die Küchenmaschine. Den Teig auf der Arbeitsfläche nochmal durchkneten und dann aufgehen lassen. Nach dem Aufgehen, in meinem Fall 50 Minuten, knete ich den Teig nochmal auf der Arbeitsfläche durch, lege den in meine gefettete Backform und lasse den da nochmal kurz aufgehen. Ich habe meinen Teig jetzt aufgehen lassen, so dass ich noch 1,5 bis 2 cm Platz bis zum Deckel habe, weil der Teig ja doch beim Backen aufgeht. Und jetzt kommt einfach der Deckel darauf. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 210 Grad und da geht das Brot jetzt erstmal für 20 Minuten rein. Jetzt den Backofen auf 180 Grad runterstellen und weitere 25 Minuten backen. Nach der Backzeit das Dinkeltoastbrot aus der Form holen und auskühlen lassen. Mein Dinkeltoastbrot ist ausgekühlt. Jetzt ab in den Toaster oder leckeres Sandwich damit machen. Bis dahin, eure Bea.